Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Dienstagnacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, ruft an oder faxt oder mailt. Telefonnummer 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Heike und Heike ist 36 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Heike. Was ist dein Thema? Also erst muss ich mal sagen, du hast eine spitze Sendung. Ich bin ein richtiger Fan von dir. Das ist schön, also, das freut mich. Ich höre dich jede Nacht. Das ist toll. Super. Also das Thema ist, ich bin seit 15 Jahren mit meinem Partner zusammen. Mhm. Und wir sind seit 5 Monaten verheiratet. Und es klappt einfach nicht mehr im Bett. Seit 5 Monaten erst verheiratet? Ja. Wie kam es jetzt nach 15 Jahren zusammen? Warum jetzt vor kurzem dann erst geheiratet? Ja, er war schon mal verheiratet und er hat sich einfach so nicht frisch getraut vielleicht oder so. Wir haben uns einfach Zeit gelassen. Ja, und dann so vor 5 Monaten gesagt, jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Diese Sache mit dem Sex, war das denn vor 5, 6 Monaten oder vor einem Jahr auch schon eher so auf dem absteigenden Ast? Oder also ist das jetzt ganz neu? Nee, das ist schon länger. Also ich würde sagen, so seit einem Jahr. Ja. Was heißt das genau? Heißt das, du hast keine Lust mehr, er hat keine Lust mehr oder funktioniert es irgendwie überhaupt nicht mehr, auch wenn ihr beide zusammen seid? Also er, bei ihm, er könnte 4, 5 Mal in der Woche, wenn es sein müsste. Ja. Also bei mir ist das, ich habe Lust, aber ich werde unten nicht feucht. Also ich bin unten trocken. Also wie dein Kollege schon sagte, eine impotente Frau. Ja, hat er so ausgedrückt. Ja. Ja. Das heißt, Lust hast du schon? Ja. So im Kopf hast du Lust? Mental hast du Interesse an deinem Mann? Ist ja. Es eine sexuelle Sehnsucht da? Also das ist auch, ich liebe ihn unheimlich und das ist, wir verstehen uns super und es läuft auch so alles mit der Arbeit und also wir haben eine tolle Wohnung. Die Leitung ist ganz schlecht. Geh mal ein bisschen näher ans Fenster, Heike, irgendwie bricht die Leitung immer weg. Besser? Ich hoffe das, wir müssen jetzt mal ein bisschen ausprobieren. War das so ein schleichender Prozess oder kannst du das dann irgendetwas festmachen, dass du sagst, ab dem und dem Zeitpunkt war das irgendwie so, dass es nicht mehr so richtig funktioniert, wie ich es möchte? Also das ist eigentlich schleichend gekommen. Ich habe damals die Pille nicht mehr so richtig vertragen und dann habe ich die abgesetzt und dann fing das schon langsam an und dann hat mein Frauenarzt mir geraten, mir ein Implantat einzusetzen. Jetzt habe ich so ein Stäbchen drin. Ja. Und also mein Arzt, der sagt auch, da wäre alles normal. Und der hat mir jetzt so Gleitcreme verschrieben. Ja. Aber mein Mann, der mag das irgendwie nicht. Ja, na gut. Sagt immer, das wär, Gleitcreme hin, Gleitcreme her. Das muss für dich ja auch toll sein. Das muss für dich ja auch etwas Anregendes sein. Bringt dir denn die Gleitcreme etwas? Ja, also Gleitcreme schon. Also da habe ich nicht, also wenn ich das ohne Gleitcreme, dann tut das viel zu weh. Mhm. Also ich muss schon beim Sex benutzen, sonst passiert da gar nichts. Ja. Ist das denn so, dass es in eurer Partnerschaft dadurch auch ein bisschen Probleme gibt? Spannungen oder ja, also, Unzufriedenheiten, so etwas? Ja, also bei ihm ist das, also er ist sehr unzufrieden. Also wir haben auch so eine gute Beziehung. Also er geht schon mal mit seinen Kumpels ein Bier trinken, ich gehe schon mal mit meiner Freundin weg. Mhm. Und ich habe einfach eben jetzt Angst, wenn er weggeht, dass ich das irgendwo anders holt. Ach so. Doch so gravierend ist die Angst schon. Ja. Hast du es ihm mal so ausgedrückt, ihm so gesagt auch? Ja, er sagt zwar, er wird das nicht machen und er weiß auch, wenn ich sowas irgendwann rausdrehen würde, ich würde mich scheiden lassen. Ja, ja. So, jetzt ist die Frage, was ist da los bei dir? Der Arzt, das war ein Gynäkologe, ne, bei dem du warst. Ja. Der sagt, organisch ist es in Ordnung alles. Ja. Ja. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, dass man überlegen muss, hat es vielleicht eine seelische, eine psychische Ursache? Ich weiß es nicht. Du sagst, alles rundherum in deinem Leben eigentlich funktioniert gut im Moment. Ja. Alles. Und
rundherum. Mhm. Also ich war auch schon so weit, also ich habe eine sehr, sehr super Freundin. Mhm. Und die ist wohl alleine, also sie hat keinen Partner. Und ich vertraue der Frau. Ich habe ihr auch schon gesagt, wenn er wirklich den Drang da hat, mhm, dass meine Freundin vielleicht mit ihm ins Bett gehen würde. Ach, so weit würdest du gehen? Ja, weil es eine sehr gute Freundin von mir ist und ja, ich vertraue diese Frau. Er müsste mir das wohl sagen, ne? Ja. Das ist natürlich auch schon eigentlich ein tolles Angebot von dir. Ja, weil ich ihn auch nicht verlieren möchte. Ja, ja, ja. Und meine Freundin sagt zuerst ja und dann auf einmal sagte sie dann zu mir, ja, ich kann das aber nicht, ich habe Angst, dass ich mich dann in deinen Mann verliebe und ich könnte dir nicht wehtun und stell dir mal vor, dein Mann verliebt sich in mich und was ist dann? Und jetzt will sie es doch nicht. Jetzt will sie es doch nicht. Jetzt will sie es doch nicht. Nee, also sie hat dann Angst, dass irgendwas passiert, dass sie sich in ihn verliebt oder... Obwohl ihr euch ja schon lange kennt, vermute ich mal, oder? Wir kennen uns schon eine Weile, 4 Jahre, ja. Aber wir sind fast wie Geschwister. Ja, gut. Also wenn sie es nicht will und nicht kann, dann ist es auch in Ordnung, wenn man das nicht forciert, das Ganze. Mhm. Aber interessant von dir, dass du das anbietest. Ich will aber noch auf das Grundproblem zurück. Das Grundproblem ist, wenn du ein Gleitmittel benutzt, ist dir ja eigentlich damit gedient. Das heißt, du hast ja das sexuelle Interesse und es ist organisch funktioniert es dann. Ja. Ne, für dich ist es dann gut. Ja, für mich ist es dann gut. Für dich ist es dann gut. Das Problem ist ja dann eher dein Mann, dass der sagt, ich will das nicht mit Gleitcreme haben. Ja, der sagt, das turnt irgendwie ab und das ist man gerade so schön dabei und dann sagt er, mach mal die Tube auf, das bringt ohne Gleitcreme nichts und das ist dann irgendwie abturnt. Finde ich eigentlich, muss ich dir sagen, aber auch ein bisschen eine egoistische Haltung von deinem Freund, von deinem Mann. Also wenn das jetzt die, ist ja viel komplizierter, wenn du sagen würdest, ich habe auch gar keine Lust. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Dann wäre es ja viel komplizierter. Dieses ist ja ein, ich sag's mal, ein sektorales Problem mehr oder weniger. Mhm. Du kommst damit zurecht. Dann müsste man eigentlich als Partner sagen, okay, dann behelfen wir uns da mal eine Weile mit. Vielleicht renkt sich das Ganze ja auch wieder ein, aber wir haben dann unsere Sexualität, unsere für uns beide befriedigende Sexualität. Finde ich nicht so ganz nachvollziehbar, die Haltung von deinem Mann. Mhm. Ich verstehe nur nicht, dass das so gekommen ist. Also sonst war ja sonst alles in Ordnung. Also seit einem Jahr. Also sonst hat das immer super geklappt. Also ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen, weil ich weiß natürlich nicht die Ursachen, woran das liegen könnte. Mhm. Wenn das jetzt medizinisch abgeklärt ist, fände ich eine sexualtherapeutische Beratung sehr richtig in dem Fall. Dass dir da ein Fachmensch auf die Sprünge helfen kann, woran das liegen kann, wie man das vielleicht auch beseitigen kann. So, da werden wir dir gleich noch eine entsprechende Telefonnummer geben und eine Adresse, wohin du dich wenden kannst. Ja. Das andere ist, dass finde ich schon, dass du mit deinem Mann auch nochmal reden solltest, ob es denn nur wirklich so schlimm ist und so unangenehm für ihn. Ob man da nicht doch ein bisschen sich arrangieren kann mit. Ja, mein Mann, der hört gerade zu, der ist auf der Arbeit, der ist LKW-Fahrer. Ach so, der LKW-Fahrer. Der hat jetzt eins live an. Ja, dann grüßen wir mal ganz herzlich. Wie heißt der mit Vorname? Günther. Hallo Günther. Günther auf der Straße irgendwo. Also Günther, du hast eine nette Frau, ihr habt euch sehr gerne, höre ich raus. Ihr seid ein langes und eingefleischtes Paar. Deshalb würde ich nicht von meiner Frau abrücken, nur weil es da so ein gewisses Problem gibt, was man sogar noch mit Hilfsmitteln lösen kann. Ich finde, dass du da ruhig einen Schritt auf sie zugehen solltest, wo sie schon so ein großes Angebot gemacht hat, nämlich mit der... dass du mit der Freundin da irgendwas anfangen, da gehört ja nur auch was zu, bis das eine Frau macht. Das finde ich auch schon bemerkenswert. Mal sehen, ob er die Ohren gespitzt hat, Heike. Hoffentlich. So, du legst auf, wir rufen nochmal an wegen des Sexualtherapeuten. Ja gut, alles klar. Alles Gute. Ja, auch tschüss. So, tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Und jetzt haben wir hier Nadine. Und Nadine ist 22, guten Morgen. Ja, und ich grüße dich. Hallo Nadine. Dein Thema? Genau, es geht um Gruppensex. Um Gruppensex. Genau. Die Mädels heutzutage. 22, Thema Gruppensex. Ja, ich weiß. Erzähl mal, genauer. Also es geht darum, ich habe 4 nette junge Männer, mit denen mache ich sowas häufiger. Mhm. Mit meiner besten Freundin mal zusammen, mal ohne sie. Ja, du bist aber nicht in einer Beziehung. Nein. Nein. Das heißt, du triffst dich dann in welchen Abständen mit netten jungen Männern? Aber es kommt mal drauf an, wenn sie Zeit haben.
Na gut, wie oft haben Sie Zeit? So einmal in der Woche oder? Ja, eins bis zweimal die Woche. Ach, eins bis zweimal in der Woche. Mhm. Wie groß ist die Gruppe dann? Ja, entweder ich, also sind fünf, und wenn meine beste Freundin dabei ist, sechs. Moment, also das heißt du, vier Jungs? Mhm. Und eventuell deine beste Freundin noch? Genau. Das heißt, du lässt dich dann nach Strich und Faden verwöhnen? Richtig. Wie lange geht denn das schon so? Ja, so zwei, drei Monate, es kommt, also ja, so ungefähr. Ach, länger noch nicht. Wie hat sich denn wie findet sich so ein Kreis, dass da fünf Jungs finden Nadine? Oder hat Nadine die fünf Jungs gefunden? Das sind vier Jungs. Vier Jungs, egal. Genau, und das fing alles an mit von meinem Patenkind, die Mutter, der Bruder ist das. Die Mutter, der Bruder, okay. Hm. So, und dann haben wir uns mal mit seinen Freunden getroffen und ja, und dann eben halt ist das mal so passiert. Ja. Ja, und so. Das ging dann eben halt so und dann habe ich meine beste Freundin eingeweiht, habe ich dir das erzählt. Mhm. Sie fand es irgendwie ganz lustig und naja, und dann hat sie es dann mal mitgemacht. Und, ja, ist ja schon heftig, dass du dich dann von so vielen Männern da umgarnen lässt. Du hast dann mit all den Männern Geschlechtsverkehr, ne? Nacheinander abwechselnd. Genau. Nur das Problem ist halt, ich bin hinter einem Typen her, ich schätze auch, dass er zuhört. Ja. Weil er hört nämlich jeden Abend eine Sendung zum Einschlafen. Ja. Ja, und also er weiß davon relativ wenig und wir haben zwar schon miteinander Sex gehabt, mhm. aber wo er das dann erfahren hat, und ich habe, also er ist Elektriker, selbstständig. Ja. Und dann habe ich ihm halt immer einen Witz aufs Auge gedrückt, wie typisch Elektriker mit einem Kurz in der Hose. Und ja, ich habe mal ein Gefühl, dass ich das zurück. Hör mal, wie bist du denn drauf? Da saßt du, bist du in einen verliebt und verknallt und saß typisch Elektriker und Kurzen in der Hose. Wo sind wir denn? Halt, jetzt habe ich das nicht richtig verstanden. Hast du ihm denn von deinen Eskapaden erzählt? Richtig? Nein, er hat es mal mitgekriegt gehabt, durch meine beste Freundin und so. Wir haben mal drüber gesprochen gehabt. Ja. Und er saß dabei und hat so selbst mitgekriegt und hat mich abends drauf angesprochen. Und du hast dich da mehr oder weniger, du hast dich nicht klar geäußert? Nee. So, jetzt weiß er es, spätestens jetzt weiß er es. Hallo, Elektriker. Das ist der Alex. Jetzt weiß der Alex Bescheid. Genau. Ist mir nicht ganz schlüssig, warum du angerufen hast. Ja, weil wir wollen irgendwie aussteigen aus der Situation, aber das Problem ist, es sind ja viele nette Männer, sehr sympathische, und wir möchten sie nicht als gute Freunde verlieren. Und ach so, du möchtest, meinst du und deine beste Freundin oder deine Freundin, mhm. und ihr möchtet die Männer nicht für den Kopf stoßen. Genau. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ehrenwert, dass ihr das denkt. Hm. Ja, wir haben einfach nur Angst, dass sie sich dann eben halt nicht mehr melden, dass der Kontakt dadurch abbricht und ja. Wie interessiert bist du denn an dem Elektriker Alex? Eigentlich schon sehr. Sehr. So könnte man schon sagen, dass du so ein bisschen verknallt in dem bist. Genau. Ja. Und du siehst durchaus Potenzial, dass der mehr raus werden könnte. Ja, weiß ich nicht. Der Kontakt, der schweift. Und er meinte, es läge daran, weil mit seiner Firma gibt es Probleme und private Probleme. Ja, und deswegen, also, er würde sich melden. Hat es bis jetzt noch nicht getan, habe ihn mehrmals angemeldet und kam keine Reaktion. Ich meine, es könnte natürlich sein, nachdem du jetzt hier gesprochen hast, dass die Sache sowieso vom Tisch ist, wenn er hört, was du alles so nebenher schon getrieben hast in den letzten Monaten. Könnte ja sein. Könnte aber auch sein, dass er sagt, okay, die ist cool drauf, die interessiert mich jetzt besonders. Aber er wird natürlich nur interessiert an dir sein, wenn du klar sagst, das ist jetzt erstmal meine Vergangenheit. Jetzt konzentriere ich mich eventuell auf meinen Alex, den Elektriker. Ja, das Problem ist, er ist 29, er wird jetzt in zwei Monaten 30. Ja. Und ich weiß nicht genau, weil ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, wegen seinem Ruf, dass er mit mir zusammen ist, dass es vielleicht dadurch hängt. Ja, keine Ahnung. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber die Grundfragestellung war ja gerade, wie komme ich aus dieser Gruppensexgeschichte raus? Oder wie komme ich und meine Freundin aus der Gruppensexgeschichte raus? Genau. Ne? Ja, ich glaube, da ist die Antwort ganz einfach, indem man das einfach nicht mehr macht. Indem man dann auch eben die Jungs für den Kopf stößt und sagt, hier, Freunde, das war's jetzt, war eine gute Erfahrung, aber ich bin jetzt anders drauf und will einen anderen Weg gehen und habe andere Interessen im Moment. Ja, das ist schon richtig, aber ich sag mal, das sind
ziemlich gute, ich kann mich auf die verlassen und ich weiß nicht, wenn die ankommen würden, ich habe es jetzt noch nicht Nein gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie soll ich Nein sagen. Was, du weißt nicht, wie du Nein sagen sollst? Ja. Indem du Nein sagst, so sagt man Nein. Ja, aber die bohren ja dann rum. Ach, Nadine, weißt du was, ich glaube, dass du dir die Eisen im Feuer halten willst, irgendwie. Darum geht es doch, ne? Aber da musst du dich schon entscheiden, wenn du dich jetzt anfängst zu verlieben. Du kannst nicht alles auf einmal haben. Du kannst nicht da von 5 oder 4 Jungs verwöhnt werden gleichzeitig und dich auch noch in eine neue Liebe stürzen. Wird die Liebe dir was anderes erzählen, zu Recht auch. Ja klar, aber die wissen ja Bescheid, dass ich was vom Alex möchte. Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich will mich jetzt verlieben und Alex wird das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht tolerieren, dass du dann nebenher deine Späße treibst, dann musst du... Das will ich ja auch gar nicht, ich möchte einfach nur diesen Typen haben. So, aber dann musst du sagen, du kannst eben nicht alles haben. Dann musst du sagen, okay, dann lasse ich die andere Sache jetzt sein. Ja, das stimmt schon. Ja, und das ist doch völlig normal. Und wenn die Jungs, wie sind die denn drauf, wenn die werden dich deshalb doch nicht mehr grüßen oder weiß ich was. Ja klar, werden die enttäuscht sein, weil du wahrscheinlich eine tolle Gespielin bist für die. Mhm. Aber das ist jetzt ein Kapitel der Vergangenheit dann erstmal. Ja, das schon, aber ich weiß immer nicht, wie soll ich es denen beibringen? Ach Gottchen, Nadine, wie soll ich es ihnen beibringen? Nun machen wir einen Punkt. Indem du sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf. Punkt, so bringst du es denen bei. Das ist ja nur keine großartige Sache, wie soll ich es denen beibringen? Dass ich keinen Gruppenzweck. Ja, was mache ich da mit Alex? Wenn er dann sagt, trotzdem, nee, oh, super, nee, das war alles. Gut, ja, das ist Risiko. Da musst du, ich habe wirklich das Gefühl, dass du willst alles haben und so abgesichert wie möglich in alle Wege erstmal gehen. Dann ist der Weg erstmal verbaut und dann werden sich schon wieder neue Wege finden. Ja, das stimmt schon. Ne? Also. Ja. Und deine Freundin? Ist ja auch noch eine interessante Frage jetzt. Seine Freundin, ist die denn auch in irgendjemanden verknallt, dass die da raus will? Warum will die raus? Nee, sie hat bis jetzt keinen Freund und hat auch kein Interesse danach. Sie will eben halt ihr Leben leben, ihr Spaß haben. Ja. Und, ja, würde mich dabei vermissen. Und ja. Ach so, die würde den Gruppensex schon weitermachen, oder was? Ja, ne? Oder? Wie, oder? Ist sie da bei dir? Ja, gibt sie. Ja, dann gib sie mir mal eben. Ja, einen Moment. Ja, gerne. Ja, hallo. Hallo Freundin von Nadine, wie heißt du? Jenny. Wie, Jenny? Jenny. Jenny. Die Leitung ist auch wieder sehr schlecht. Ich habe gerade Nadine gefragt, Jenny, ob du auch keinen Bock mehr hast auf diese Gangbang-Geschichte, die ihr da praktiziert, diesen Gruppensex. Hast du keine Lust mehr? Aber was heißt keine Lust? Ich meine, ich mache das eher halt nur... wenn sie dabei ist, spaßhalber. Ja, das heißt... Also ich meine, wenn ich es nicht brauche, dann mache ich es auch nicht. Das heißt, wenn Nadine sich das rauszieht und sich auf Alex konzentriert, bist du nicht mehr dabei? Nee. Und, nicht, weil ich habe das bisher nur mit ihr gemacht und mit ihr macht das eigentlich auch Spaß. Und von daher, ohne ihr könnte ich mir das nicht vorstellen. Verstehe. Wie war das für dich, so viele Männer auf einmal zu haben? War das, fandest du schon sehr, sehr, sehr anmachend für dich, sehr erregend? Aber was heißt, mit ihr habe ich das ja das erste Mal gemacht. Davor habe ich das schon noch nie gemacht. Also es war erstmal schon was ganz Neues. Ja. Aber danach, ich habe es ja öfters gemacht. Also von daher hat es mir eigentlich Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ohne sie könnte ich mir das eigentlich nicht so vorstellen. Ja. Kannst du denn verstehen, dass Nadine jetzt sagt, okay, ich bin interessiert an Alex und will eventuell da raus? Doch, kann ich verstehen. Ja, ne? Also ich weiß nicht, ob du alles mitgehört hast. Ich habe ja gerade gesagt, sie soll sich entscheiden und soll sich auf den Alex konzentrieren und diese Sache erstmal für beendet erklären. Also ich meine, wenn ich sie wäre, dann würde ich das schon beenden. Nur halt die Frage ist eben halt wegen der Freundschaft. Ich meine, da würde ich auch schon so... Freundschaft mit den Jungs oder was? Ja, weil wir sind ja auch ziemlich gut mit denen befreundet und das... Aber ich will dir mal sagen, wenn ihr wirklich befreundet seid, was ich mir noch gar nicht so ganz vorstellen kann, ich glaube, das ist eher eine schräge Sexgeschichte, was ihr da praktiziert. Aber nehmen wir mal an, da ist auch eine freundschaftliche Verbindung, dann wird die auch anhalten, wenn ihr das nicht mehr macht. Und allemal ist es richtiger, so etwas zu riskieren, als auf eine Liebe zu verzichten, ist doch klar, ne? Ja, schon klar. Also ich würde auf die Liebe nicht verzichten. Das so, ist schon klar. Siehst du das in Wort. Jetzt unterstützt du die Nadine bitte in der Haltung und dann hoffen wir, dass Alex, der Elektriker, jetzt auch zugehört hat und dass sich da irgendwas anbandelt zwischen Nadine und Alex. Ja. Hoffen wir, ne? Nadine möchte dich nochmal haben. Ja, gut. Jenny, tschüss. Tschüss. Ja, Domian. Ja. Und zwar, ich habe noch so eine kleine Frage am Rande. So. Ja, es geht um meine Schwester. Ja. Und zwar,
meine Schwester, sie ist eben halt auch irgendwie so drauf wie ich. Mhm. Aber bei ihr ist es eben halt, sie ist 25, eine sehr, sehr bildhübsche Frau. Mhm. Und sie ist verknallt auch in den Typen. Ja. Kann aber die Geschichten nebenbei nicht vergessen und möchte sie auch irgendwo nicht vergessen. Liebt eben halt ihren Christian, so wie er heißt. Pass auf, Nadine, jetzt kommen wir in eine ganz neue Geschichte rein, die man nicht jetzt in 30 Sekunden so beenden kann. Ich mache einen Vorschlag. Frag deine Schwester, ob sie mit mir telefonieren will. Dann rede ich mit ihr übermorgen. Ja, sie will, stimmt. Ja, okay. Dann arrangiert mein Redakteur das gleich nochmal. Wir rufen dich gleich nochmal an und dann ist deine Schwester übermorgen hier bei mir in der Sendung, okay? Ja, das wäre super. Ja. Und du viel Glück mit Alex. Ja, ich hoffe. Darf ich noch einen lieben Gruß an ihn senden? Ja, okay. Hallo Alex Wagenrath. Und zwar, du weißt, ich bin Nadine und ich hoffe, du hörst jetzt genau zu. Ich möchte sagen, ich versuche diese ganze Sache zu beenden. Ich hoffe, du meldest dich bei mir. Mhm. Und das ist ein Wort. Ich drücke einfach die Daumen. Na super. Liebe Nadine, tschüss. Tschüss. Ich habe gesagt, übermorgen reden wir dann mit der Schwester von Nadine, weil nämlich morgen haben wir das Thema Fleisch. Und da passt das vielleicht nicht so ganz, aber vielleicht auch, denn das ist ein Thema mit vielen Facetten. Wir können ja auch beispielsweise über die Fleischeslust reden. Und da passte das eventuell auch rein. Aber ich möchte gerne mit euch also wirklich über das Thema Fleisch reden, über Fleischsucht, über, wie gerade schon gesagt, vielleicht Fleischeslust im weitesten Sinn des Wortes. Ich würde gerne auch mit dem einen oder anderen Fleischhasser von euch reden, der sagt, Fleisch ist für mich wirklich das widerlichste, ekelhafteste überhaupt. Ich möchte mit Leuten sprechen, die vielleicht in der Verarbeitung von Fleisch Erfahrungen gesammelt haben oder da tätig sind als Metzger oder in Schlachthöfen oder vielleicht auch über Krankheiten reden, die Fleisch verursacht haben bei euch. Fleisch, das ist unser Thema morgen bei Domian. Und jetzt geht's weiter mit Andrea. Und Andrea ist 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Andrea. Hallo Domian. Hallo Andrea. Deswegen hast du angerufen. Mir geht's zurzeit nicht so gut. Also mein Freund ist Fußfetischist. Mhm. Und das ist bei ihm sehr extrem ausgeprägt, würde ich sagen. Sag mir mal, wie lange ihr schon zusammen seid? 1,5 Jahre. Ja. Hat er das von Anfang an dir gesagt oder ist das so im Laufe der Beziehung durchgekommen? Nee, er hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt schon. Mhm. Aber ich sag mal so, am Anfang, wenn noch alles frisch ist, irgendwie denkt man so, ja, mal gucken. Und kriegen wir schon irgendwie hin? Ganz neu. Mhm. Nun sagst du, das ist sehr extrem. Der ist Fußfetischist und sehr extrem drauf. Was heißt extrem? Erzähl mal ein bisschen. Ja, das bedeutet also nicht, dass er extreme Sachen irgendwie macht, sondern er kann einfach nicht mehr ohne quasi meine Füße als Reiz zum Orgasmus kommen. Mhm. Das heißt, er ist an einem normalen Geschlechtsverkehr gar nicht interessiert? Er schläft in Anführungsstrichen mir zuliebe. Mit dir? Schon auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen normal mit mir. Ja. Und er sagt auch, dass ihm das Spaß macht und also ich sehe auch, dass ihn das irgendwie erregt und so weiter. Aber er könnte nie so einen Orgasmus haben. Mhm. Das heißt, in das Sexspiel sind immer deine Füße eingebunden? Ja, zumindest wenn er einen Orgasmus irgendwie haben möchte. Ja. Und das heißt, wenn es ihm nachginge, würde er sich eigentlich eher sich und sein Geschlechtsteil vielleicht nur mit deinen Füßen beschäftigen? Im Prinzip ist es so, dass er halt quasi beim Sex meine Füße die ganze Zeit vor Augen haben muss, anfassen und so. Sodass das auch quasi eine Stellung nur bedeutet. Die kann ich mir gerade nicht vorstellen, die Stellung. Ja, das ist im Prinzip ja so wie Missionarstellung, nur dass ich quasi meine Beine halt angezogen habe. Ja, ja. Körper so, ja, und er quasi so vor mir kniet im Prinzip. Mhm. Geht er dir so im normalen Leben auch oft an die Füße? Ja, also so, wenn man abends auf der Couch sitzt oder so. Und also das ist halt was, also weil er so darauf fixiert ist was mich furchtbar stört. Was macht er denn dann mit den Füßen? Zum Beispiel abends. Begrabbelt er sie nur ein bisschen oder? Nein, also er krault sie. Und also manchmal ist es so, dass er sie halt einfach nur irgendwie so, habe ich das Gefühl, so betastet und
Ja, das ist mir irgendwie einfach manchmal unangenehm. Ich meine, klar, es ist mal angenehm irgendwie, ne? Aber Ab einem gewissen Punkt kann einem das auch selbst peinlich werden, ne? Es ist nicht, also nicht, dass es irgendwie mir peinlich ist oder so, aber ich, darum geht es mir eigentlich. Also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt an einem Punkt, wir hatten vor einem Monat einen ziemlich heftigen Krach. Mhm. Und das hat auch eine ganze, sag ich mal, die ganzen anderthalb Jahre immer gedauert, bis er überhaupt, sag ich mal, mich verstehen konnte, was ich für ein Problem habe. Damit? Ja. Weil er vorher nie Freundin hatte, die das irgendwie, ja, bemängelt haben, in Anführungsstrichen. Ach, wie ungewöhnlich. Das heißt, die Frauen haben das immer mitgemacht. Ja, und das heißt, für ihn war das auch normal sein, ne, seine Situation quasi. Ja. Also, und aber du hast deinen Missbehagen dann schon in diesem Streit oder vorher auch artikuliert? Also das ist bei uns schon, also fast seit, sag ich mal, so, ja, so nach den ersten drei Monaten fing das an. Mhm. Und also das schleppt sich so durch und dann geht es irgendwie wieder, weil ich weiß. Aber da steht ja Front gegen Front, ne? Da sagt, da ist er der scharf drauf ist und dann sagst du, die das eigentlich gar nicht so will. Ja, also das ist das Problem. Und der so unangenehm ist. Ja, also ich würde es akzeptieren können, wenn es nicht, also so eine Fixierung wäre, denke ich. Wenn es mal passieren würde oder wenn es irgendwie mit eingebunden würde, aber du hast du jetzt mal ganz krass gefragt, den Eindruck, dass du sexuell eigentlich reduziert bist auf die Füße? Also das ist natürlich das innere Gefühl, was ich habe, ne? Mhm. Und das hat auch lange gebraucht, bis ich ihm das also verständlich machen konnte. Hat er es verstanden? Ich weiß nicht, ob er das verstanden hat. Also er beteuert natürlich nur immer wieder, dass es ihm nicht darum geht. Mhm. Also sondern, dass es irgendwie zumindest total wichtig ist, zum Beispiel, also er ist ein total treuer Typ und würde auch irgendwie nie fremdgehen und hat, glaube ich, auch nie irgendwie wirklich einen One-Night-Stand gehabt oder so. Gut, aber das ist eine andere Thematik, ne? Ja, also es ist schon, dass er sagt, es geht nicht nur darum, aber es ist für mich halt so, dass es, ne? Ich wollte gerade noch was fragen, wenn das so im Alltag auch so oft stattfindet, Stichwort wir liegen auf der Couch und er krault mir die Füße, fordert er auch oder wünscht er sich von dir auch, dass du, weiß ich jetzt, bestimmte Schuhe trägst oder besondere Socken oder dass du die Socken nicht wäschst oder dass du sie ganz oft wäschst oder hat er da auch Vorlieben? Ja, also da gibt es immer verschiedene Sachen, die, naja, wie soll ich das sagen, wären sie nicht so, ne? Nicht so dramatisch wären. Dass er natürlich irgendwie versucht hat, mir bestimmte Schuhe anzudrehen, die ich vielleicht mal tragen könnte. Zum Beispiel welche? Naja, eher so, also sag ich mal schon mit Absatz und so ein bisschen Schnieke und also offene Schuhe. Ja. Wo ich auch einfach nicht der Typ für bin. Mhm. Also, ne? Und dann gibt es halt so Sachen, dass ja, er natürlich irgendwie möchte, dass ich mich um meine Füße kümmere und so weiter. Das ist auch nicht das Problem. Wie mag er denn deine Füße am liebsten? Mag er sie sauber und lackiert, die Fußnägel? Oder mag er es lieber, wenn du einen Turnschuh getragen hast vorher? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das heißt, die Turnschuhnummer ist auch schon mal angesagt? Ja, gut. Ja, schon. Aber also so Sachen zum Beispiel, die ich halt... also. Aber das könnte ich mir wirklich schon vorstellen, dass einem das selbst dann peinlich ist, oder? Wirklich ja, auch peinlich. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich einfach nur sagen kann, so, also ich kann es nicht nachvollziehen, das ist mir auch zu bäh. Ne? So, da habt ihr, also das habe ich jetzt wirklich verstanden, dass da ein handfestes Problem bei euch in der Luft liegt. Ja. Nicht nur in der Luft liegt, sondern zwischen euch ist. Ja. Ein handfestes, letztendlich sexuelles Problem, das ist Sexualität, das ist ein sexuelles Thema. Ja. Ihr kommt so ganz gut klar miteinander. Ja. Du liebst den Mann. Ja. Ein treuer Typ und eigentlich alles so in Ordnung. Aber das ist halt ein großes Manko in der Beziehung. Ja, das, ich habe das Gefühl, das zerwirft unsere ganze Beziehung einfach. Hast du denn den Eindruck oder das Gefühl, dass da auch noch eine extreme Entwicklung bei ihm stattfindet? Dass er immer mehr draufkommt diesbezüglich? Also jetzt so über diese anderthalb Jahre kann ich das nicht sagen. Also ich habe mich natürlich mit ihm lang und breit unterhalten, wie das so irgendwie sich bei ihm alles entwickelt hat und so weiter. Da würde ich schon sagen, naja, es ist einerseits extremer geworden, es gibt aber auch Sachen, die, weiß ich nicht, anders geworden sind, denke ich. Er nimmt sich meinetwegen sehr zurück, was zum Beispiel halt, also es ist so ein wechselseitiges, er möchte mich quasi nicht verletzen, ne, damit. Also du hast schon den Eindruck, dass er sich zurücknimmt. Ja, aber ich möchte natürlich auch nicht ihn total einschränken. Aber andererseits ist halt, also, dass ich denke, so geht es nicht mehr. Und also so, ja, ich denke, ich kann das so halt nicht mehr lange unterschreiben. Und ich dachte,
dass er vor einem Monat zumindest an dem Punkt war, dass er auch irgendwie das will, aber inzwischen bin ich mir einfach nicht mehr so sicher, ob... Ganz schwieriges Problem. Ja. Wirklich ein ganz schwieriges Problem, weil da wirklich zwei ganz konträre Dinge aufeinander knallen. Und das ist Sexualität bei ihm, es ist eine sexuelle Affinität, die zu drehen, die in den Griff zu kriegen, wenn man das überhaupt will, ist auch immer die Frage, ist super schwierig. Ich glaube, dass ihr die einzige Möglichkeit habt, die einzige Chance, wenn ihr euch einen Moderator holt, in Form einer Beziehungsberatung. Wenn es da überhaupt eine Schnittmenge gibt, die ihr finden solltet. Ich habe fast schon die Sorge, dass es vielleicht nicht geht, wenn das so stark bei ihm ausgeprägt ist, wie du es beschreibst, und das hört sich schon sehr stark an. Und er sagt, ich finde einfach meine sexuelle Erfüllung nur darin. Ist das fast nicht lösbar, das Problem? Und das will ich jetzt nicht so leichtfertig sagen. Da müsste man schon sich genauer mit beschäftigen. Ja, aber genau das ist halt auch meine Befürchtung. Dass das nicht funktioniert, ist eine Befürchtung. Ja, also das ist halt, sagen wir, das ist so komplex und so, wie du gerade gesagt hast, ist das, Wärst du denn bereit und wäre er bereit, deiner Einschätzung nach, sich mal auf so ein paar Sitzungen einzulassen mit jemandem? Also ich will das für mich, unabhängig von ihm sowieso. Und wir haben da auch drüber geredet. Ich habe ihm auch gesagt, ich sage, wenn du das willst, dann musst du das auch theoretisch unabhängig von mir wollen. Ja, ne? Und ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das Gefühl, also er sagt das nie so direkt, aber er würde auch nicht sagen, ja los, wir rennen mal zu einer Beratungsstelle oder so. Ja. Dass er sich so gegen, sag ich mal, so Beratung, Psychologen und so eher verschließt, weil er so die Angst hat, so, ja, die wollen irgendwie bei Fetischisten das nur wegtherapieren. Ja, aber darum geht's ja gar nicht, ne? Ja, das muss ich ihm klar machen. Es geht einfach darum, eine Chance wahrzunehmen, ob und wie ihr miteinander gut klarkommt. Ja. Nur darum geht es. Und letztendlich, wenn es die Klärung bringt, dass es nicht funktioniert, so ist das auch zumindest eine Klärung. Ja. Und immer noch besser, als wenn man sich irgendwie zerfleischt und wenn da durch Streit entsteht und weiß ich was alles Übles dann so kommt im Nachhinein. Ja, eben. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Johannes, jetzt ein paar Worte sprichst, der dir eine entsprechende Anlaufstelle sagt in deiner Umgebung und du es dann entscheiden kannst und mit ihm besprichst, ob ihr das in Anspruch nehmt. Ja. Ich würde es an deiner Stelle auf jeden Fall forcieren, das zu machen. Ja, das will ich auch. Ja. Ich kann das auch so weiter nicht aufrechterhalten, denke ich. Andrea, alles Gute. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Markus, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Markus. Ja, wir hatten schon mal vor 2 Jahren telefoniert. Haben wir? Ja. Und zwar damals ging es darum, dass ich im Motorradclub war von den Hells Angels. Wo wir uns darüber unterhalten haben, was ich vorhab, weil ich aussteigen wollte. Ist das in der Tat 2 Jahre schon her? 2 Jahre. Ja, weil ich mich wirklich ziemlich genau daran erinnern kann. Ja. Auch vor der Schwierigkeit, vor der wir standen, wie kommt man da raus, was macht man da? Das ist ja nun kein leichtes Spiel, aus so einer harten Gruppe rauszukommen. Ja, klar. Und sag nochmal, das weiß ich nicht mehr genau, wie lange warst du damals in der Gruppe schon? Ja, ich war damals in der Gruppe, also richtig drinnen gewesen, ich bin ein bisschen nervös und auch ein bisschen froh, dass ich dich widersprechen kann. Ich war halt damals auch zuständig, sagen wir jetzt mal, Drogen und alles Mögliche, war eigentlich schon ziemlich tief drin verwickelt gewesen. Und wie lange warst du drin gewesen? Ich war 2,5 Jahre ungefähr drin gewesen. Ja. So. Nun sind 2 Jahre vergangen seit unserem Gespräch. Damals warst du Mitglied der Hells Angels. Richtig. Wie ist die Situation jetzt? Jetzt bin ich im Zeugenschutzprogramm. Im Zeugenschutzprogramm? Ja, glücklicherweise durch gute Anwälte, gute Richter. Das heißt, du bist aus der Gruppe raus? Richtig. Wie kam es dazu, dass du aus der Gruppe rauskamst? Und zwar hatten wir damals, ich bin ein bisschen nervös, auf jeden Fall hatten wir damals über 200 Verhandlungstage gehabt. Die hast du doch auch in der Zeitung mitgelesen. Ja. Das und war verfolgt. Und, ja. Dann
haben einige von uns, also die ich auch nicht kenne, und letztes Jahr, glaube ich, war das, weil ich habe das nicht mehr dann so mitverfolgen konnte, weil ich das auch vergessen möchte. Es waren zwei gewesen, die haben jeweils 10 Jahre gekriegt. Mhm. Und ich habe Bewährung gekriegt. Mhm. Und dann hatte ich mit einer guten Rechtsanwältin, die ziemlich bekannt ist. Also vorab ging dann, dass sie euch gefasst haben, dass sie dich auch gefasst hatten. Ja, ne? Also ich war ja vorher schon mal bei der Razzia auffällig, also mit hochgenommen worden. Ja. Und dann ging es nochmal in Köln auf einer Aachener Straße. Ja. Also war das, da war ein Vorfall gewesen. Ja. Wegen Geldtransporter. So kam es dann zu der Verhaftung und dann auch zu der Verurteilung. Richtung. Also du bist damals ich fasse es mal ein bisschen zusammen, nach unserem Gespräch, hast du nicht freiwillig den Schritt getan, sondern es kam dann zu der Verhaftung und zu der Verurteilung. Richtig. Und wie ging es dann weiter? Du sagst, du bist jetzt im Zeugenschutzprogramm, dann ist ja irgendwas passiert. Erzähl mal. Ja, also meine Eltern, also kurz zu fassen, meine Eltern und meine Familie haben sich erstmal abgewandt. Mhm. Das war auch schon ziemlich schwierig für mich. Dann kannte ich mich dann nicht aus mit Gerichtsverfahren und Kreuzverhör und alles Mögliche. Mhm. Da habe ich mich an viele Anwälte drum gekümmert, ja. Also Verteidiger und alles Mögliche. Ja. Und da hatte ein guter Rechtsanwalt aus Köln übrigens auch, der ziemlich anerkannt ist, mhm. den Namen möchte ich aber jetzt nicht nennen, ja. Dem ich auch heute zu verdanken habe, da ich im Zeugenschutzprogramm bin. Der hatte irgendeine Idee. Ja, das heißt, er hat mit dem Richter gesprochen, das war Weihnachten gewesen mhm. und der kannte den auch sehr gut und mhm. der hat gesagt, also der Rechtsanwalt hat auch gesagt, er ist bereit auszupacken, aber dafür brauchen wir auch eine gewisse, mein Mandant möchte auch eine gewisse Sicherheit haben, wenn er raus ist. Also Zeugenschutzprogramm heißt ja, dass man wirklich auspackt, Insiderwissen hinlegt. Richtig. Und dafür etwas zurückbekommt vom Staat, ne? Was hast du ausgepackt? Ich habe komplett, also alles von den Abläufen, wo wer was macht und wer, wie kann man das beschreiben? Das ist jemand anders ziemlich schwierig, wenn ich den nachher erkläre. Aber also die ganzen Insider-Informationen der Angels? Ja, man kann sagen, Informationen bis zur Polizei hinaus, Geldtransporter, Versicherung, irgendwelche Geldtransfer. Das heißt, du bei den Angels zählst du jetzt zu den absoluten Top-Verrätern. Ja. So, das heißt, mit den Jungs ist ja nicht zu spaßen. Nee. Dass dein Leben, deine Gesundheit in Höchstgefahr ist. Ja. Jetzt wollen wir erst noch mal klären, du hast ausgepackt. Wie hat sich das auf deine Verurteilung niedergeschlagen? Bist du freigesprochen worden deshalb? Oder ist die Strafe so sehr gemindert worden? Die Strafe ist, ich wurde vor der Vorführung entlassen. Ah ja. Und auf den Grund wegen der Sicherheit wurde dann erstmal, ich war dann erst in Kanada. Ach so, also wir halten fest, du musstest keine Strafe absitzen oder irgendwas. Nee. Mhm. Nee, weil ich ja direkt ausgepackt habe. Ja. Daraufhin habe ich ja direkt vom Staat die Sicherheit gekriegt. Das war der Deal, ne? Du packst aus und dafür kannst du dann ein freies Leben führen. Ja. Aber ist dieses Leben jetzt so frei? Also ich habe, wie gesagt, neuen Namen und so, aber wenn ich kann jetzt nicht großartig, ich habe das Problem tagsüber in eine, also ich bin nicht in Nordrhein-Westfalen, also ich bin schon in, wo ich mir selber sage, da kennt mich keiner. Also du hast eine komplett andere Identität angenommen. Ja, komplett andere. Lebenslauf, Werdegang, polizeiliches... Alles anders. Du bist völlig untergetaucht und irgendwo neu aufgetaucht. Richtig. Sodass es allen sehr schwer fällt, die dich suchen, dich dann auch irgendwo zu finden. Ja, aber ich sag mir immer, mein Äußeres kennt man ja immer, wa? Also... Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel mir die Haare lang wachsen lassen und färben und was man halt alles macht, so, weil ich habe auch manchmal, also ich kann auch tagsüber nicht so richtig rausgehen. Ich habe jetzt einen Job bei Nacht, also in der Sicherheit, ich bin Objektschutz, mache ich nachts. Und das heißt Zeugenschutzprogramm.
Schützt die Polizei dich denn nach wie vor irgendwie noch? Oder ist es dann damit getan, dass dir quasi der Staat, die Polizei eine neue Identität verschafft und sagen die dann so, machen Sie mal selbst weiter? Das ist so verbunden. Es gibt Leute, da melde ich mich und es wird auch täglich, ich habe auch E-Mail-Adressen und so, alles abgesichert und nachgeforscht. Und wenn irgendwas ist, also die haben gesagt, wenn eine Befürchtung dasteht oder jemand da ist. Kannst du Signal geben und dann hilft man dir wieder. Nimmt man dich quasi von der Oberfläche, von der Bildoberfläche wieder weg. Richtig. Ja. Oder wenn die kommen und sagen, wir müssen sie da jetzt aus bestimmten Gründen wieder... Ja. Zweig nehmen, ja. Bereust du deine Entscheidung? Ja, ich habe einerseits gedacht, selber schuld, dass du damals da reingekommen bist. Mhm. Andererseits, ich weiß es nicht. Also, ich habe auch mit Psychologen gesprochen, weil das auch manchmal für mich schwierig ist. Ja, weil du ja quasi auch in eine ganz komplette Einsamkeit entlassen worden bist, ne? Also ich habe meine Freundin verloren. Die Freundin auch verloren? Nee, meine Freundin nicht. Also die ist mitgekommen, aber die hat alles noch so wie vorher. Mhm. Nur die musste auch damals unter Notar und Anwalt und unter den Augen der Staatsanwaltschaft unterschreiben, dass sie nichts weitergeben darf. Ja, aber du hast eben dein komplettes Umfeld verloren. Ja. Du musst alles neu aufbauen. Wie lange, das ist gerade ein bisschen durcheinander gekommen aufgrund der vielen Zahlen, wie lange lebst du jetzt in der neuen Identität schon? Seit 2 Monaten ungefähr. Ach, so frisch ist das noch. Ja. So frisch ist das noch. Ich dachte länger. Also die Identität habe ich schon länger, sagen wir so. Mhm. Aber richtig, ich habe vorher in Hotels und so, also nicht in Deutschland gewohnt, bis die was für mich gefunden haben. Mhm. Und das Optimale, seit 2 Monaten habe ich jetzt eine richtige Wohnung. Also, aber das Gefühl ist hin und her gerissen. Also teilweise sagst du, ist es so ganz gut, wie es jetzt läuft, aber irgendwie auch bedrückend, oder? Ja, also ich fühle mich tatsächlich manchmal, auch wenn ich weiß, da sind die nicht, aber die sind ja überall zerstreut. Mhm. So, und die fangen ja nicht unbedingt mit einer Kutte rum, da die ja sowieso verboten ist. Und es gibt auch, ich habe auch mit Rumänen viel zu tun gehabt und mit Russen. Also es ist doppelt belastend. Einmal, weil du ein ganz einsames Leben führst, im Prinzip dich neu arrangieren musst überall. Und diese doch permanente Angst da ist, die können dich doch entdecken. Und wenn sie dich entdecken, ist das dein Todesurteil sicher, oder? Ja, also auf jeden Fall. Also dafür, was ich ausgepackt habe, da kam nicht so einfach gerade mal so... Mhm. Andere, sage ich jetzt mal, aus Düsseldorf, wo die auf der Ulmhalle im Düsseldorfer Gericht verfahren war. Ja. Wer ist denn jetzt überhaupt noch mit deiner Freundin? Hast du aber Kontakt? Ja, die ist nicht weit weg von mir. Das heißt, das ist eigentlich dein einziger Halt? Ja. Emotional? Ja. Auch Briefe schreiben tue ich, also an Psychologen so. Wir haben jetzt, also ich habe mit so einem Psychologen jetzt ausgemacht. Wenn ich jetzt ein Problem habe oder am Telefon kann man nachher nicht so direkt alles immer erklären. Ja. Da hat mein Psychologe, also ich habe einen ganz bestimmten Psychologen, immer wenn ich wie ein Tagebuch führe, abends oder tags, was mir einfällt, was mich bedrückt, soll ich ihm das in den Brief ausdrücken. Ja, verstehe. Und dann geht das bei Ihnen im Briefkasten, also meine Freundin bringt das dann bei ihm vorbei. Also wie kompliziert alles, ne? Wie kompliziert. Ja, ja. Also lieber Markus, ich kann das mir gut vorstellen, oder? Wahrscheinlich auch nur ansatzweise vorstellen, wenn man da selbst nicht betroffen von ist, wie du dich da fühlst. Das ist kein unbeschwertes Leben, ne, was du da jetzt führst. Wirklich nicht. Ich kann auch abends auch nicht gut einschlafen. So. Deswegen höre ich auch immer abends nach deiner Sendung. Ich finde das echt sehr interessant, was auch manchmal da Leute beibringen. So, dennoch finde ich es richtig, dass der ganze Fall so eine Entwicklung genommen hat. Dass du da raus bist und dass du jetzt die Chance hast, wenn es auch alles schwierig ist, aber es sind ja erst 2 Monate, doch dir ein neues Leben aufzubauen. Ich wünsche dir von Herzen, dass das gelingen wird. Und möchte auch, da du jetzt doch sehr bedrückt bist und dich sehr belastet fühlst, auch nochmal, dass du mit meinem Psychologen sprichst, jetzt am Ende unseres Gespräches. Das wäre lieb. Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal zurück. Markus, du legst bitte auf. Ja, mach ich. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Auch. Ciao.
Mandy, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Oh, hallo. Schon dran. Hallo, Mandy. Hallo. Um was geht's? Es geht wieder mal um die Liebe. Wieder mal um die Liebe. Ja, genau. Aha, erzähl mal. Also ich habe seit anderthalb Jahr habe ich einen Freund. Mhm. Und letztes Wochenende hatte ich eine Party bei mir und da waren einige Gäste da und unter anderem auch ein Typ, der ziemlich sexy ist. Mhm. Und mit dem bin ich halt, während mein Freund schon im Bett war, halt fremdgegangen. Und in deiner Wohnung? Ja, also das Haus von meiner Mutter und da in der Wohnung, also in der Wohnung von meiner Mutter, eine Etage tiefer, bin ich mit dem Typ fremdgegangen. War die Party noch im Gange, oder? Ja, die Party war noch im Gange, mein Freund war schon im Bett. War schon im Bett und du hast dich dann abgesondert. Ja, aber das Problem an der ganzen Sache ist, ich bereue es nicht. Du bereust es gar nicht mal? Nee, weil es war geil. Es war einfach nur total schön und ich möchte auch sagen, ich würde es sogar nochmal tun. Aber das ist halt das. Das ist genau mein Problem. Mhm. Und zwar dieses Problem, von wegen, wenn man einen Freund hat, muss man treu bleiben. Mhm. Und ich liebe meinen Freund über alles. Ich möchte ihn auch nicht verlieren. Und ich möchte für immer mit ihm zusammenbleiben. Und ich könnte mit ihm alt werden. Und das alles möchtest du? Ja. Aber du gehst ins Nebenzimmer und hast deinen Spaß mit einem anderen Mann. Das möchtest du auch. Das ist halt so die Lust am Neuen. Also es ist nicht irgendwie, dass mein Freund irgendwie schlecht im Bett ist oder sowas. Ich bin mit ihm total glücklich und er ist eigentlich die Erfüllung meines Lebens, aber... Also es kommen ja bombige Argumente, Komplimente, ne? Das ist ja der Mann meines Lebens, mit dem möchte ich alt werden. Und du sagst die Lust am Neuen, ihr seid ja mal gerade erst anderthalb Jahre zusammen, sagst du. Also wenn du jetzt 10 Jahre mit ihm zusammen wärst, gut, du bist ja 22, geht noch nicht, aber da ist schon eine Sehnsucht nach neuen Erfahrungen bei dir. Ja klar, und die wird auch immer bleiben. Ja, wie viele Beziehungen hattest du vorher schon? Oh, schon einige. Also, doch schon, einige. Ja, doch. Also die waren auch meistens so, also als Beziehung bezeichne ich erst eine Beziehung, die über ein halbes Jahr ging. Ja, ja. Aber es gab auf jeden Fall schon einige, eine Menge Erfahrungen vorher. Du bist nicht gerade ein Mauerblümchen. Nein, das nicht. Glaube ich auch nicht so. Wie du so wirkst und was du so erzählst, glaube ich es auch nicht. So. Auf jeden Fall, mit ihm klappt alles einwandfrei. Also er ist vielseitig interessiert, mein Freund jetzt. Mhm. Aber der andere Typ, der ist halt, der hat eine tolle Ausstrahlung und. Der ist sexy. Der ist halt ziemlich sexy. Da geht's aber nur um Sex, ne? Ja, es geht nur um das. Da bist du nicht ein bisschen verknallt oder irgendwie. Nein, nee, es ist eine pure Sexgeschichte. Natürlich habe ich am nächsten Tag ziemlich oft an ihn gedacht. So habe gedacht, oh, es war schön, es war eine tolle Party und so. Aber ich habe nicht irgendwie jetzt gedacht, ich würde meinen Freund deswegen verlassen, um Gottes Willen. Wir wollen uns die Situation nochmal vor Augen halten. Dein Freund schläft in einem Nebenzimmer. Im Dachgeschoss. Ja, ist egal, also im Haus. Ja, ne? Ja, stimmt. Quasi daneben gehst du ihm fremd. Ist dann dieser Mann, mit dem du fremdgegangen bist, hat der dann zur Nacht das Haus verlassen oder ist der auch nachts dann noch in dem Haus geblieben? Ach, der war noch da und ich meine, mein Freund und er verstehen sich sogar gut und er weiß es auch und... Nein, ich will wissen, wie das in der Nacht weiterging. Du bist dann aus dem Zimmer von deinem Lover raus und zu deinem Freund oder wie ging das? Wir waren dann noch ein bisschen auf der Party und haben uns noch mehr amüsiert und ich bin dann irgendwann zu meinem Freund, habe mich an ihn rangekuschelt und es war alles wieder in Ordnung. Und am nächsten Morgen habt ihr alle gefrühstückt? Ja, ich habe noch bis 2:30 gepennt. Ja. Ja, und er hat mich auch geweckt und es war alles noch schöner als vorher. Und dein Freund hat dich geweckt? Ja, ja. Mhm, und ja. Die Gäste waren dann weg. Der andere war auch weg? Ja, ja, natürlich. So, das fand Mandy toll und Mandy hat gar kein schlechtes Gewissen. Nicht wirklich, aber ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn er es irgendwann rausfinden würde. Ich wüsste, dass es ihm wehtun würde. Und das ist das Schlimme daran. Er sollte es echt nie rausfinden, aber ich finde allgemein die Einstellung von wegen, ich bin jetzt 22 und ich habe jetzt einen Freund und deswegen muss ich für immer und ewig, wenn ich mit ihm zusammen sein will, für immer und ewig treu bleiben und das möchte ich nicht. So, Mandy, Vorschlag. Finde ich einen Gedanken, über den man reden kann, den du gerade geäußert hast. Ja, genau, um den geht's mir auch. Jetzt pass auf. Dann... finde ich, muss man das aber gemeinsam entscheiden. Da muss man in der Beziehung sagen, pass mal auf, wir sind nur so jung, wir haben vielleicht auch Bock auf andere Sachen. Wir geben uns gegenseitig die Freiheit, das mal ab und zu tun. Er wird es aber nicht machen, so. Weil er liebt mich auch über alles. Gut. Dann hat das eine Grundlage. Dann würde ich dir sofort zustimmen, würde sagen, ja klar, macht es.
sammelt eure Erfahrungen, aber auf der Basis der Ehrlichkeit. So hintergehst du immer deinen Freund, so ist es immer eine Lüge und du hast immer die Angst und musst die Angst haben, dass es mal durchsickert. Und wie stehst du dann da? Alleine. Völlig allein, ja, völlig allein. Und hast den Menschen, den du gerade so hoch gejubelt hast, du sagst, das ist der Mann meines Lebens, mit dem möchte ich alt werden, der ist so klasse. Und hast den für billigen Sex, sage ich jetzt mal, ich sag's mal betont böse jetzt, hast du ihn geopfert. Und das ist es nicht wert. Aber ich kann mit ihm nicht darüber reden. Das hast du es denn schon mal versucht? Ich habe schon öfters gesagt, so von wegen, ich finde, körperliche Liebe ist was anderes als geistliche Liebe. Hm? Und das hat er nicht so richtig kapiert. Also wenn wir irgendwie Streit miteinander haben, dann funktioniert das Sex zwischen uns auch nicht. Ja. Dann sagt er so, nee, dann spielen meine Gedanken verrückt und dann funktioniert das alles nicht. Gut, aber das ist ja alles noch ein bisschen theoretisch. Du sagst, körperliche Liebe ist was anderes als geistige Liebe und so weiter. Mach ihm doch mal den klaren Vorschlag. Hier, was hältst du davon? Wenn wir uns einen gewissen Freiraum geben. Das macht er nicht mit. Sagst du jetzt so? Das macht er nicht mit. Nee, bist du ganz sicher? Ansatzweise ja. Ich habe mit ihm sehr oft darüber gesprochen. Also nicht jetzt darüber direkt so von wegen, ja, wie wird es denn sein, wenn ich irgendwie mal mit einem anderen schlafen tue? Das habe ich natürlich nicht gesagt. Mhm. Aber ich habe ihm versucht rüberzubringen, dass körperliche Liebe, also Sex an sich, ist was anderes als geistliche Liebe. Finde ich auch, finde ich auch. Ich finde auch, dass man das, also ich könnte das für mich auch klar trennen. Aber da muss man eben, ja, da muss man, aber das Schwierige ist halt dann auch wirklich dann einen Partner zu finden, der das auch so sagt. Ne? Und das ist den jetzt, hab ich nicht. Den hast du leider nicht. So, dann, in dem Fall, Mandy, bin ich der Auffassung, dass man sich zurücknehmen muss. Ich will mich aber nicht zurücknehmen. Ja. Dann willst du lügen. Dann muss ich lügen, ja. Dann musst du lügen, ja. Und musst auch, dann musst du lügen. Und dann kämpfen, wenn es vorbei ist. Ja, und natürlich wird irgendwann das schlechte Gewissen kommen und du hast permanent die Angst, dass es auffliegt. Ja, aber ich hätte ja auch so sehr Lust, zu dem Typ zu gehen, an der Haustür zu klingeln und zu sagen, hey, lass uns nochmal Spaß haben. Ich merke schon, ich höre schon, wie es dir kribbelt, ne? Ja. Überall. Nicht nur unter den Fingern, ne? Nein, das ist schon klar, ich höre das schon. Ja, da gibt es dann keine andere Lösung. Dann sei Lügnerin, dann geh fremd, dann hab irgendwann auch ein schlechtes Gewissen, wenn der andere Weg nicht zu gehen ist, sich mit ihm zu arrangieren. Er ist sehr konservativ, mein Freund. Hm. Aber sonst richtig. Manch ein Mann wäre froh, wenn die Freundin so einen Vorschlag machen würde. Manch ein Mann, ich sag's dir. Ja, aber ich weiß nicht, wie... Weil die meisten, eher sind ja die Männer so drauf, so wie du es jetzt gerade geschildert hast. Ja, ja. Wenn ich es so aus dem Bekanntenkreis kenne, immer die Jungs. Die Jungs wollen immer irgendwie ausbrechen. Ja. Insofern wären die meisten froh, wenn sie eine Freundin hätten, wie du sie bist. Ha. Aber in dem Fall ist es jetzt andersrum. Tja, und nun hab ich einen Trick. Bitte? Nun habe ich einen Trick. Und nun hast du es, ja. Tja. Also, meine Meinung habe ich dir gesagt. Ne? Ja, also ich sollte entweder mit offenen Karten spielen oder ich sollte weiter lügen. Ja, da bin ich immer noch nicht weiter. Ja, nee, oder sein lassen, nicht? Also das sauberste, die sauberste und ordentlichste Verhaltensweise wäre jetzt zu sagen, okay, er macht das nicht mit, ich entscheide mich für meine Beziehung und da muss ich halt auf einem Bedürfnis verzichten. Es geht halt nicht alles. Aber woher kommt das Ding, dass die Gesellschaft sagt, von wegen, man muss treu sein, man ist 22 und man könnte noch so viel Spaß haben und... Das ist eine moralische, ja, das ist schon eine moralische Vorstellung, ja. Die finde ich doof. Ja, es ist, wie gesagt, ich finde es ja auch okay, wenn beide sich einigen, wir finden das doof. Und dann kann man das übergehen. Ja. Aber weißt du, wir beide sind uns doch eigentlich im Klaren darüber, dass nichts toller ist, als wenn Menschen ehrlich miteinander umgehen. Ne? Das kann ich mit ihm nicht, auf jeden Fall nicht. Nein, ich meine, lass uns mal nur so theoretisch mal sprechen. Ne? Mhm. Eigentlich ist es, man schätzt das doch unglaublich, wenn man einen Freund hat. Einen guten Freund hat. Und man weiß, der ist immer ehrlich zu mir. Das ist einfach, auf den kann ich mich verlassen. Ist doch toll, ne? Ein tolles Gefühl. Mhm. So, und das ist ein Wert, finde ich, für den man schon eintreten soll. Und den sollte man eigentlich in einer Beziehung, in einer Liebe, wo es um das Größte geht, was es gibt, sollte man den auch ganz oben anstellen. Ja, klar. Ja, finde ich schon. Das Schlimmste an der Sache ist, dass halt er den Typ kennt und mit ihm auch gut klarkommt. Noch schlimmer alles. Noch und dann, wenn es irgendwann rauskommt, so was und mit dem habe ich noch zusammen ihn getrunken und mit dem habe ich noch zusammen... Furchtbar. Wenn ich dein Freund wäre und das rausbekäme irgendwann, ich würde wahnsinnig. Ich würde es dir sagen. Er würde mich erschlagen. Nein, aber du würdest so tief sinken in seinem Ansehen. Ja. Und zu Recht dann auch. Ne? Natürlich. Aber naja. So, jetzt musst du sehen, was du daraus machst, auch aus unserem Gespräch. Ist deine Angelegenheit.
Ne? Okay. Liebe Mandy, alles Gute. Alles Gute, okay. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis für morgen. Morgen heißt unser Thema Fleisch. Ich möchte gerne mit euch reden über Fleisch, über vielleicht Fleischfetischisten, über Fleischhasser, über Leute, die irgendwelche unangenehmen Dinge mal mit Fleisch erlebt haben, mit verwesendem Fleisch es irgendwo entdeckt haben, die vielleicht im Fleischbereich arbeiten, als Schlachter oder als Metzger, die vielleicht Fleischhasser sind, die sagen, wir können überhaupt gar nicht mit Fleisch umgehen, geschweige denn Fleisch essen. Das ist nicht unser Ding. Also Thema morgen bei uns, 1 Uhr, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr bei Domian, das Thema Fleisch. Jetzt ist Marco hier und Marco ist 34 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Marco. Also, unser Thema, also erstmal, wir haben lange versucht, dich zu erreichen und endlich haben wir es mal geschafft. Wer ist das? Deine Freundin, Freund? Dani, genau. Dani, eine Frau? Ja. Ja. Mhm. Also, und das Thema bei uns ist, wir hatten vorigen Mittwoch versucht, zum Thema Tiere anzurufen. Ja. Wir leben mit 16 Kaninchen in einer Zweizimmerwohnung. Ach was. Ja. Also zwei Menschen, Dani und du. Ja. 16 Kaninchen. Ja. In einer Zweizimmerwohnung von wie viel Quadratmetern? 60 Quadratmeter. Wie viel, 60? 60, ja. Warum lebt ihr mit, mit 16? Wir eigentlich mal, also als wir ein halbes Jahr zusammen waren, sollten eigentlich mal zwei werden. Ja. Es waren noch zwei Männchen eigentlich. Mhm. Und dann ging es darum, also dann wollten wir einmal wenigstens Kinder haben. Mhm. Und da Kaninchen also nun jeden Monat eigentlich Kinder bekommen konnten, haben wir sie auch rechtzeitig kastrieren lassen. Ja. Wie gesagt, bloß dann hatten wir nicht aufgepasst, also hatten wir erst ein Mädchen dazu geholt. Ja. So, und die hat sich auch ein bisschen alleine gefühlt. Da haben wir noch ein zweites Mädchen und da hatten wir eben nicht aufgepasst. Und dann, wie gesagt, hatten wir eigentlich schon kastriert. Bloß das dauert auch meist einen Monat, bis das dann richtig, also vonstatten geht, dass das mal passieren kann. Und dann ist eben die zweite auch noch schwanger geworden. Mhm. Und dann hatten wir erst 11. Und so? So, und dann wollten wir eigentlich auch gar keine mehr. Ja. Und dann sind wir mal zu einer Kaninchenausstellung gegangen, jetzt vor einem halben Jahr. Mhm. Und hatten eigentlich gar nicht, also wollten nur gucken, weil wir sehr tierlieb sind. Mhm. Und hatten wir gar nicht vor, irgendwas zu holen. Nein, und dann nein. haben wir gesehen, zwei, also ganz kleine Zwergkaninchen. Und die so süß waren? Ja, nee, süß. Also wir wollten sie gar nicht erst holen. Bis dann haben wir gesehen, dass da, also die kleinen, standen viele Kinder rum, das waren jetzt welche zum Verkauf eben, ne? Mhm. Und die wurden dann also wirklich da auf den Tisch gedrückt und runterfallen lassen und so. Und dann, wie gesagt, weil wir so tierlieb sind, haben wir dann also Mitleid gehabt, haben gesagt, na gut, also, die beiden holen wir noch. Mhm. Das waren Geschwister, Männchen und Weibchen. Mhm. So, und dann haben wir natürlich auch gesagt, gut, damit nichts mehr passiert, das Männchen kastrieren. Also ich merke schon, es wuchs an und wuchs an und wuchs an und nun sind wir auf 16 Kaninchen. Ja. Wir haben ja morgen das Thema Fleisch. Ja. Das mache ich mal gerade, einen uneleganten Übergang. Das heißt, ihr habt immer Fleisch umsonst. Da kann man immer... Nee. Ja, davon halt mal gar nichts. Also kein Kaninchenbraten ab und zu. Nee. Das nicht. Also. Aber sag mal, Marco, wenn die in einer so kleinen Wohnung so viele Kaninchen, haben die Käfige oder hoppeln die alle wild rum? Nein, das sind vier Käfige. Ja. Stinkt das nicht? Stinkt das nicht? Ja, also wir machen jede zwei Tage sauber. Also eigentlich, also auch wenn jetzt fremde Leute kommen, die riechen das eigentlich gar nicht. Bist du sicher? Oder aus Höflichkeit sagen die nicht, dass das stimmt? Nee, also ich meine, wir riechen gut. Das ist jetzt durch den Dings, wenn man damit lebt. Also wir riechen schon mal gar nicht. Aber ihr seid ja auch völlig gebunden dann an euer Zuhause. Ihr könnt doch nie irgendwie wegfahren. Ja, das ist das Thema zum Beispiel auch jetzt, was wir hatten. Ne? Ja. Also wie gesagt, da wir sind jetzt über zwei Jahre zusammen und hatten auch schon mal gedacht, mal wegzufahren. Bloß ich will das ja keinem anderen zumuten, jetzt eine Woche zum Beispiel zwei- oder dreimal sauber zu machen, jeden Tag zweimal Futter reinstellen oder so. Also ihr müsst euch einen Anhänger kaufen an euer Auto und die 16 Kaninchen einfach mitnehmen. Ja, ein Hotel fragen, wo man Kaninchenhaltung kann. 16 Häschen zu Hause. Ja. Da ist aber dann Ostern wahrscheinlich richtig bei euch was gebacken, was? Ja. Da ist noch was los. Ja. Können wir noch kurz unsere Homepage nennen? Nee. Hä? Warum? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. www.luckyrabbits.com Beep.de. Und da kann man das sich angucken? Da kann man alle Fotos sehen. Wie das gesagt, eine große Homepage. Haben die alle 16 einen Namen? Die haben alle einen Namen und die hören auch. Und die hören auch jetzt zu wahrscheinlich alle? Ja, nee, also das ist wirklich sagenhaft. Ich meine, wenn man es von anderen hört, also die haben ihren Namen, haben wir denen immer beigebracht, dann eben, wenn wir denen gegenüber sitzen und die gucken auch, wenn man sie anspricht und die gucken gerade nicht hin. Also ganz im Ernst, man kann zu Kaninchen schon so einen persönlichen Draht entwickeln, dass die einen genau kennen. Ja, das ist genau wie bei einer Katze oder so, das geht alles. Ja, und hören die auch so ein bisschen? Die hören gut.
Das ist, wenn man sie, wie gesagt, die gucken in eine andere Richtung, man spricht sie an, die drehen sich um, gucken ja. einen an, also ich sag mal, man nimmt es so auf, als wenn sie hören. Ja. Genauso, wenn sie irgendwo Kabel knabbern, also diese Sachen, ne? Man spricht sie an, schimpft einmal kurz, sie gucken, ich meine, dann machen sie auch gleich weiter, aber die haben auf alle Fälle schätzlich mal gehört, ne? Also Marco, du grüßt Dani herzlich von mir, deine Freundin, und grüßt die 16 Kaninchen, die 16 Häschen und viel Spaß mit den Tieren weiterhin. Jo. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, Michael Jansen, morgen 1 Uhr. Bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Der gemeinsame Kandidat von Union und FDP für das Bundespräsidentenamt Köhler will nach